Was wollen wir heute spielen? Also ich habe keine Idee. Ich auch nicht. Wir könnten doch ein Spiel machen. Ja, das ist eine gute Idee. Nein, ich will lieber Autos spielen. Na dann mach das doch. Anna, wir spielen ein Spiel. Ja, gut. Ach nee, auf ein Spiel habe ich jetzt keine Lust. Ich will lieber Auto spielen. Das finde ich viel, viel cooler. Auto spielen ist doch viel spannender wie ein Spiel. Na, Paul, du spielst wohl mit dem Auto? Ja, das macht richtig Spaß. Das ist schön. In einer halben Stunde gibt es übrigens Frühstück. Ja, okay. Hey, Paul. Hi, Tim. Du sag mal, kann ich vielleicht mit dir Auto spielen? Mir ist total langweilig. Und ich spiele auch so gern Auto. Nee, ich will jetzt lieber alleine spielen. Ach komm schon bitte, lass mich halt mitspielen. Mir ist echt langweilig. Nein, ich habe keine Lust. Ich will alleine spielen. Ach komm schon, Mann, ist das doof. Welche Spiele wollen wir spielen? Wie wär's denn mit Mensch ärgere dich nicht? Eine gute Idee, Efi. Ich hole es. Okay, ich fange an. Okay, Alex. Los, geh weg. Hey, was soll denn das? Das hat ja super geklappt. Und jetzt kann ich endlich alleine Auto spielen. Hey, was soll denn das? Gib mir das sofort wieder. Nein, kannst du vergessen. Ich hab jetzt das Auto. Such dir was anderes. Was ist denn los, Paul? Warum weinst du denn? Lass mich in Ruhe. Aber was hast du denn? Ach, was hast du denn? Warum weinst du denn? Frau Fischer, schauen Sie doch mal, Paul weint. Oh ja, ich sehe es. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich kümmere mich darum. Vielen Dank. Was ist denn los, Paul? Du bist doch sonst immer so fröhlich. Warum weinst du denn? Ist was passiert? Bist du hingefallen? Will ich nicht sagen. Ach komm schon, ich will dir doch helfen. Ja komm, jetzt sprich halt mal. Was ist denn los? Tim hat mich geärgert. Der Tim? Das glaube ich nicht. Ihr spielt doch sonst immer so schön zusammen. Tim ist total doof. Na na, Paul, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Du weißt doch, niemand wird beleidigt. Aber das kennst du doch schon. Also was ist denn jetzt los? Ich verstehe nun gar nichts. Na komm, Paul, wir gehen mal hin. Tim, was ist denn bei euch los? Der Paul weint ja. Gar nichts ist los. Ich spiele nur Auto. Aber Tim, das kann doch nicht der Grund sein, warum Paul weint. Hier ist doch irgendwas vorgefallen. Ich hoffe ja nicht, dass es ums Auto geht. Nein, natürlich nicht. Doch, er hat es mir weggenommen. Ach Tim, nicht wahr, oder? Nein, ich hatte es schon die ganze Zeit. Ich habe niemanden was weggenommen. Du lügst doch. Tu ich gar nicht, du lügst. Nein, du. Ich habe die ganze Zeit schon das Auto gehabt. Was willst du denn überhaupt? Lass mich doch in Ruhe. Nein, 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 jetzt ist aber Schluss. Was soll das denn? Ich möchte jetzt wissen, um was es geht. Wenn es ums Auto geht, dann nehme ich euch es jetzt weg. Es bringt ja nun alles nichts. Was aber wieso denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, Tim, wenn ihr euch so übers Auto streitet und Paul deswegen geweint hat, dann ziehe ich das Auto für den Rest des Tages ein. Das mache ich so nicht. Wir sind im Kindergarten. Aber Mensch, Frau Fischer, ich hatte es doch. Ja, Paul, das glaube ich dir aber auch. Aber ich ziehe es besser doch ein.
Vielleicht vertragt ihr euch ja dann besser. Es gibt noch so viele andere schöne Spielsachen. Es gibt bestimmt auch was anderes für euch. Nein, das finde ich doof. Nein, Tim, ich diskutiere gar nicht. Gebt euch bitte die Hand und vertragt euch und dann ist alles wieder gut. Und übrigens, es gibt jetzt gleich Frühstück. Na super, jetzt ist das Auto wieder weg und ich kann wieder nicht damit spielen. Ach Mensch! Das ist deine Schuld, denn du hast es mir weggenommen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Das ist doch alles total doof. Das ist doch alles total doof. Da habe ich gar keine Lust mehr, in den Kindergarten zu gehen. Ich will nach Hause. Jetzt ist mir total langweilig. Vielleicht sollte ich doch mit Alex und Anna ein Spiel spielen. In Autospielen dürfen wir heute nicht mehr. Ach Mensch, und an allem ist nur Tim schuld. Dabei verstehen wir uns normalerweise eigentlich richtig gut. Ach Paul, da bist du ja. Willst du nun doch ein Spiel spielen? Ja, na gut. Tim und ich haben uns gestritten und jetzt ist das Auto weg. Frau Fischer hat's genommen. Na, das ist ja kein Wunder. Ach Mensch. Ich spiele jetzt doch mit. Also gut. Ist mir jetzt langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ach. Mann, vielleicht hätte ich das Auto doch nicht wegnehmen sollen. Jetzt fühle ich mich doch irgendwie schlecht. Vielleicht hätte ich mich doch nicht mit Paul streiten sollen. Eigentlich ist er ja richtig, richtig cool. Ach. Hey Paul, es tut mir leid wegen vorhin. Ich mach's nicht wieder. Wollen wir vielleicht zusammen Ball spielen, wenn wir schon nicht Auto spielen dürfen? Na gut, wenn's dir leid tut, warum denn dann nicht? Spielst du jetzt doch nicht mit Paul? Nein, Alex, ich spiel doch mit Tim. Okay. Das macht ja bestimmt auch Spaß. Ja, bestimmt. Und los geht's. Oh, ihr habt euch wohl vertragen? Ja, haben wir. Ja, Tim hat sich entschuldigt. Das finde ich sehr anständig, Tim. Wenn das so ist, bekommt ihr das Auto natürlich morgen wieder. Ja, das ist okay. Wir machen dann jetzt Frühstück. Hallo ihr Lieben und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Abonniert natürlich unseren Kanal kostenlos. Darüber freuen wir uns sehr. Folgt uns natürlich auf Instagram unter Familie Hauser Playmobil. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.